So, ich bin jetzt zurück von meiner Wanderung. Ich wollte jetzt noch ein, zwei Worte darüber verlieren, welche Ausrüstung ich verwendet habe. Grundsätzlich ist bei der Tour alles super gelaufen. Allerdings, ja, hätte ich mir von vornherein eher gewünscht, dass ich Schneeschuhe mitgenommen hätte, beziehungsweise ich habe sie sogar mitgenommen und habe sie dann tatsächlich im Auto liegen lassen, weil es dann halt am Ende doch viel mehr Schnee gab, gerade was frischen Neuschnee angeht, als ich erwartet hätte. Und da waren die Spikes, die ich verwendet habe, einfach nicht das Richtige für. Allerdings habe ich auch in diesem Fall wieder Sealskins verwendet. Das heißt, ich habe meine normalen Trailrunning-Schuhe benutzt und habe die dann eben mit wasserdichten Socken kombiniert, was dann dazu geführt hat, dass ich überhaupt gar keine kalten Füße hatte und auch die Feuchtigkeit habe ich überhaupt nicht gemerkt an den Füßen. Und das muss ich sagen, das gefällt mir echt ziemlich, ziemlich gut und würde ich, glaube ich, auch in Zukunft erstmal so weitermachen. Als Shelter habe ich das Pyram Duo von Lightway verwendet. Das ist eben ein Pyramidentarp, ist immer noch extrem leicht, aber hat eben keinen festen Zeltboden. Das hat sich für den Winter einfach extrem angeboten, weil die Wände sehr steil sind. So bleibt eben kein Schnee irgendwie oben auf dem Dach liegen. Und außerdem sind die Seiten eben sehr, sehr flach am Boden abgeschlossen. Und dann kann ich einfach mit ein bisschen zusätzlichem Schnee die Seiten komplett abdichten und habe so einen kompletten winddichten Shelter, ohne jetzt wer weiß wie viel Gewicht mit mir rumzuschleppen. Allerdings habe ich das jetzt noch nicht lange genug verwendet, um da jetzt ein ausgiebigeres Fazit zu geben. Das wird wahrscheinlich irgendwann nochmal zu einem späteren Zeitpunkt kommen. An Isomatten habe ich auch zwei unterschiedliche verwendet. Nicht unbedingt wegen der Isolation, weil die eine eben schon sehr, sehr warm ist, sondern ich wollte einfach eine größere Fläche haben, die dann nicht eben komplett schneebedeckt ist und dann meine Sachen eben nicht die ganze Nacht im Schnee liegen. Und da habe ich einfach eine ganz normale ja, Reflexions-Isomatte genommen, sowas ähnliches, wie man es auch sich nachts in die Windschutzscheibe legt, damit die eben nicht über Nacht friert. Ursprünglich war die 2 x 1,5 Meter groß, allerdings habe ich die dann längs in der Mitte durchgeschnitten, was in der Nachbetrachtung auf jeden Fall ein Fehler war. Weil so war mir die Fläche immer noch zu klein. Ich hätte immer noch eine größere gerne gehabt. In der Mitte von dem Tarp ist eben der Wanderstock. Und da hätte ich die Isomatte dann eben perfekt runterklemmen können. So wäre sie eben in der Nacht nicht mehr verrutscht, da ja diese Folienoberfläche halt sehr, sehr rutschig ist, gerade wenn der Schnee darunter dann minimal antaut. Und so bin ich eben die ganze Nacht leicht aus dem Zelt rausgerutscht, beziehungsweise meine Füße lagen, glaube ich, morgens sogar halb aus dem Zelt raus, weil ich eben dann leicht an der Schräge lag. Ja, das war einfach suboptimal, aber grundsätzlich hat mir das eigentlich sehr, sehr gut gefallen und die Dinger wiegen auch überhaupt nicht viel. Die zweite Isomatte hatte ich schon erwähnt, die war sehr, sehr warm und zwar ist es die neue Thermarest Neo Air X-Therm. Das ist eben von Thermarest eine Isomatte, die ist speziell für den Winter, wiegt unter 500 Gramm und hat einen R-Wert von 7,3, was ja, ausreichend ist bis zu minus 30 Grad. Und das war für diese Tour absoluter Overkill. Thermarest haben mir die tatsächlich zum Testen zur Verfügung gestellt. Eine ausführliche Vorstellung wird da mal in den nächsten Tagen kommen. Was auf jeden Fall mir jetzt schon negativ aufgefallen ist, da kann die Isomatte nur begrenzt was für, sondern das ist wahrscheinlich eher ein Problem von mir. Die ist mir einfach zu klein gewesen. Also das ist eben die normale Größe Regular und gerade für den Winter hätte ich halt mindestens gerne die Regular White gehabt, weil je größer, je besser, zumindest im Winter meiner Meinung nach, da man so einfach weiter vom Schnee entfernt ist. Und gerade in dem Fall, weil die halt auch relativ dick ist, ist halt so eine schmale Isomatte, wo dann die Arme seitlich so ein bisschen runterhängen, ist dann halt echt nicht so angenehm. Bei einer flacheren Isomatte fällt das nicht so stark auf, aber bei so einer hohen Isomatte ist mir das auf jeden Fall negativ aufgefallen. Aber da gibt es ja auch zig verschiedene Größen. Und da muss man dann einfach, wenn man die Wahl hat, die richtige für sich wählen. Was den Schlafsack angeht, habe ich ja überhaupt gar keinen Winterschlafsack. Sowas besitze ich nicht. Ich habe allerdings zwei Downquilts, die beide für den Sommer funktionieren. Und ich habe mir gedacht, ich kombiniere die beiden einfach. Das ist ja auch relativ gängig. Und die haben beide eine Grenztemperatur von 4 Grad. Und das war in der Kombination immer noch sehr, sehr leicht, weil es eben ultraleichte Downquilts sind und trotzdem immer noch warm genug für minus 7 Grad. Das war auf jeden Fall, ja, da hätte ich glaube ich auch noch viel mehr aushalten können. Also ich habe zu keinem Zeitpunkt gefroren, das war wirklich sehr, sehr gut. Was nicht ganz optimal war, ist, dass halt beides Downquilts sind, nämlich der Äußere hat dann extrem viel Feuchtigkeit so durch die Kondensation aufgenommen und das wäre dann eben bei einer eventuellen zweiten Nacht auf jeden Fall zum Problem geworden, da der einfach ja ziemlich durchgefeuchtet war. Ja, vielleicht hätte ich dann nochmal einen, ja, einen leichten Biwaksack drüber machen müssen, dann hätte ich da eben nicht so das Problem gehabt.
gehabt. Aber für eine Nacht hat es so jetzt auch erstmal vollständig ausgereicht. Und da muss ich ja vielleicht nochmal im nächsten Jahr, wenn ich dann mehr als eine Nacht mal am Stück draußen im Winter verbringe, vielleicht nochmal was dran ändern. Zu guter Letzt habe ich dann noch einen Topf mitgenommen, und zwar einen größeren. Sonst habe ich ja immer nur eine kleine Titantasse dabei, die reicht mir im Normalfall. Aber so kann ich halt einfach gleichzeitig viel mehr warmes Wasser kochen und kann so halt auch eventuell Schnee schmelzen, was ich jetzt in dem Fall nicht gemacht hatte, weil ich tatsächlich jetzt für die eine Nacht genug Wasser dabei hatte. Den Gaskocher habe ich ebenfalls ausgetauscht, sonst habe ich ja den Aufschraub-Gaskocher, diesen Titan-Gaskocher, der funktioniert halt im Winter wirklich nicht so gut, weil im Winter sind halt so Gaskocher mit einer Brennstoffleitung deutlich besser, und ich habe eben hier von GSI, habe ich hier den Pinnacle. Das ist immer noch ein relativ kompakter Gaskocher. Der wiegt 159 Gramm, hat eben eine Brennstoffleitung, und so kann man einmal die Gaskartusche auf den Boden stellen, kopfüber. Und so kriegt man halt im Winter auch immer noch genug Druck da drauf, sodass halt gleichmäßig Gas da rauskommt. Außerdem hat der Gaskocher eine Vorwärmleitung, die führt eben durch die Flamme, und sobald man den Gaskocher einmal entzündet hat, wird so das Gas eben vorm Verbrennen einmal vorgewärmt und ist dadurch halt im gasförmigen Zustand, was es sonst eben bei extrem kalten Temperaturen nicht immer zwangsläufig erreicht. Und so ist so ein Gaskocher halt viel, viel effektiver und zuverlässiger bei kalten Temperaturen, als es jetzt so ein Aufschraubgaskocher ist. Und der hier, den habe ich jetzt auch das erste Mal benutzt. Der hat mir extrem gut gefallen. Ist kompakt genug, dass ich ihn eben in den Topf mit reinbekomme. Und hat jetzt nicht, wer weiß, wie viel Platz weggenommen. Und es lohnt sich auf jeden Fall, in sowas zu investieren, weil gerade im Winter will man ja einen zuverlässigen Gaskocher haben. Gerade wenn man dann vielleicht sich auch darauf verlässt, Schnee zu schmelzen. Wäre es das absolut Schlimmste, wenn der Gaskocher, den man mit hat, eben nicht so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Abseits davon habe ich eigentlich die genau gleiche Ausrüstung verwendet, wie ich es auch eben im Sommer tun würde. Alles, was ich jetzt hier nicht erwähnt habe, findet ihr in meinem letzten Ausrüstungsvideo oder eben in der Videobeschreibung verlinkt. Da ist nochmal eine detaillierte Liste mit wirklich jedem kleinen Teil, die ich dabei hatte. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr auch gerne Winterübernachtung macht. Und wenn ja, schreibt mir auch gerne ein, zwei Tipps in die Kommentare, wie ich vielleicht mein Setup noch ein bisschen verbessern könnte, weil mir fehlt da halt auch einfach, was Winterübernachtung angeht, bisher so ein bisschen die Erfahrung. Ich habe jetzt halt wirklich versucht, mein Sommersetup, soweit es geht, zu verwenden und da Sachen hinzuzufügen, weil ja, ich mache es einfach nicht oft genug, was jetzt rechtfertigen würde, in jetzt einen richtigen Winterschlafsack noch zu investieren oder so. Deswegen habe ich eben diesen Ansatz gewählt. Mir hat diese Übernachtung auf jeden Fall extrem viel Spaß gemacht, hat auf jeden Fall schon deutlich besser geklappt als die letzten Male, wo ich das gemacht habe. Und werde das im nächsten Jahr oder vielleicht sogar noch in diesem Winter, wenn es nochmal vom Wetter her passt, nochmal machen und dann vielleicht auch mal ein bisschen länger, ein, zwei Tage mehr vielleicht. Aber das müssen wir dann alles sehen, wenn es soweit ist. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und konnte den einen oder anderen vielleicht auch ein bisschen dazu inspirieren, so eine Winterübernachtung auch mal selber zu machen. Mir persönlich macht das irgendwie immer extrem viel Spaß. Ich habe so einen komischen Reiz, dass wenn es wieder kalt wird und Schnee liegt, dann draußen zu übernachten, auf jeden Fall für eine Nacht im Jahr mache ich das irgendwie immer, weil das ist irgendwie nochmal so ein ganz anderes Feeling, als wenn man das im Sommer macht. Da muss man natürlich viele andere Sachen noch bedenken, und wenn ihr sowas auch zum ersten Mal vielleicht mal machen wollt, dann könnt ihr mir gerne schreiben, wenn ihr irgendwelche Fragen oder Sorgen habt. Dann kann ich zumindest nach meinem besten Wissen und Gewissen euch da ein paar Tipps geben. Und dann bin ich sicher, kriegt ihr das auch problemlos hin. Ja, jetzt bleibt mir noch zu sagen, danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Ciao.